Abaddon ist der Zerstörer. Der Erzengel? Er wurde betrogen. Er ist nur eine Randfigur in einem größeren Spiel. Du musst ihm Frieden bringen. Frieden? Abaddon ist der Zerstörer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Frieden damit vom Tisch ist. Hast du in den Visionen Hinweise gefunden, einen Weg, ihn aufzuhalten? Da war ein Schwert. Eines, das die Siegel brach. Die Armageddon-Klinge. Aber nachdem die Siegel gebrochen wurden, befahl Abaddon ihre Zerstörung. Und zwar auf dem Amboss ihrer Schöpfung. Reiter, ich fürchte, dass die Klinge jetzt für uns verloren ist. Sie wird neu erschaffen werden. Was hast du noch gesehen? Abaddon bewacht das siebte Siegel. Er plant mit anderen, das Weiße Tor zu stürmen. Uriel wird die Höllenwache gegen ihn anführen und scheitern. Was hast du noch gesehen? Sonst habe ich nichts gesehen. Ich öffne ein Tor, das uns zurückbringt. Sobald es wieder geschlossen ist, werden der Garten und seine Geheimnisse für immer verloren sein. Ich beginne damit, sobald du bereit bist. Ja, von mir aus kann man abdampfen. Ich habe mich hier ja schon umgesehen. Guck mal, diese Zwischenwelten. Kerl, genauso wie diese anderen Viecher, die immer hin und her teleportiert sind. Suche Ultan. Er wird dir helfen. Er muss dir helfen. Abaddon wird die Überreste des Schwerts verstreut haben. Sie versteckt haben, wo niemand, der im Licht wandelt, sie finden kann. Das Schattenreich. Ja. Benutze die Maske der Schatten, sammle die Bruchstücke der Klinge und dann bringe sie zur Schmiede des Schwarzen Hammers. Komme zu mir, wenn dies getan ist. Vielleicht kann ich dir ein letztes Mal vor dem Ende dienen. Azrael, du hättest mich jederzeit meinem Schicksal überlassen können. Tot im Turm, verloren im Garten Eden. Warum hilfst du mir jetzt? Wenn alles vorbei ist, wird der Rat dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. Ich werde Abaddon töten und alle, die mit ihm Ränke geschmiedet haben. Wir müssen alle für unsere Sünden büßen, Reiter. Wenn die Stunde meines Gerichts kommt, werde ich sie empfangen. Wie auch immer das Urteil lauten wird. Geh, vergeude keine Zeit mehr mit mir. Und sage Ultan, dass er die letzte Hoffnung für einen alten Narren ist. Die Klinge wurde über diese verwüstete Welt verteilt. Finde die Teile und lasse sie durch den Schwarzen Hammer neu entstehen. Komme dann wieder. Bruchstück der Armageddon-Klinge. Eines von 7 Bruchstücken der Armageddon-Klinge. Okay, wir befinden uns jetzt wieder in der Wüste. Ja. Unser absoluter Lieblingsort. Drücken Sie, ja, den Grund in die Position. Eins in jeden. Also wir müssen sowieso nochmal überall hin und dann können wir auch gleich nochmal alle Secrets erforschen und so. Okay. Ja, dann war es das an dieser Stelle. Ich mache eine kleine Aufnahmepause und schauen, wie viel Uhr es ist. 19:30. Ich denke nicht, dass ich heute noch zum Aufnehmen kommen werde. Morgen vielleicht wieder, übermorgen. Mal schauen. Ich hoffe, dass ich es dann diese Woche
also die kommende Woche ist, heute ist Sonntag, dann endlich fertig bekomme. Also die Geschichte ist wirklich interessant und die Ausrüstungsgegenstände. Hey, ja, dafür Lizenze und irgendwelche legendären Schwertfähigkeiten. Da haben wir noch Platz für drei Kristalle. Drei sind leer. Und dann noch die. Boah, wir hätten noch ganz schön was zum Einkaufen und die Abgrundrüstung. Bruchstücke könnte man noch gebrauchen. Ja, wie gesagt, die Sichel. Und hier fehlt auch noch was. Okay, ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüss. So, auf geht's in die nächste Runde. Ich habe jetzt gar nicht mal so eine lange Pause eingelegt. Im Gegenteil. Es sind jetzt gerade mal seit der letzten Aufnahmesession wenige... Ja, wenn überhaupt 2 Stunden. Allerhöchstens, glaube ich. Aha, aber wenn ich hier jetzt runterspringe, wie komme ich dann wieder hierher? Wird irgendwie ein unsichtbarer Weg hier hoch? Aha! Okay. Jo. Endlich wieder auf Ruin reiten. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Hier war dieser Wurm gefuckt. So werden die Schauplätze einfach mal wiederverwertet. Auch interessant. So, sonst gibt es hier anscheinend nichts. Okay, hier hätten wir Vulgrim. Halt. So wollte ich's. Okay, hier ist... Ja, das Aschland ist klar. Bruchstücke der Armageddon-Klinge. Also wir haben da sogar noch eine im Aschland. So, wo ist der Turm? Ebenenwechsel kann ich hier nicht. Naja. Hallo, Vulgrim! Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Es ist klug von dir, die Hilfe des alten Vulgrim in Anspruch zu nehmen. Ich habe seine Stimme irgendwie anders in Erinnerung. Da haben wir wieder ordentlich Seelen. Ja, so habe ich seine Stimme in Erinnerung. Du bist so weise, wie du mächtig bist. So, jetzt haben wir alle Essenzen und so voll. Ach, scheiße, jetzt habe ich... Mist. Ich wollte ja eigentlich wieder auferstehen haben. Egal, ein leeres Gefäß? Nein, leider nicht. Okay. Hm.
Komm, mach mal jetzt Heimsuchung. So weise, wie du mächtig bist. So. Und die Sense kaufen wir auch, wenn wir schon dabei sind. Hat etwas Neues für dich. Eine ausgezeichnete Wahl. So, und schon sind wir wieder pleite. Ah, okay. Ah, das... Wow! Wow! Und die... Boah, ich sollte nicht immer solche scheiß Guides vorher lesen. In dem Guide stand nämlich, ja, die Sense ist nicht so toll, das lohnt sich nicht, die zu kaufen. Aber hallo, wenn die so einen Umgebungsschaden anrichtet. Ich meine, hallo? Diese Attacke? Was ist das hier? Jetzt komme ich da nicht rein. Nö. Ach, hier sind wir. Aber haben wir hier nicht schon alles? Halt so. Ja, die Kleine legen wir erstmal da oben ab. So, das könnte man auch mal auf. Irgendwas da, oder? Nee, warte mal, was haben wir denn? Fluch. Ach. Nein, ach Mann, ich. Also, ich will auf jeden Fall Blutdurst bei der Waffe haben. So. Schnitter. Oh. Also ist das geradezu für die Sense geschaffen, wa? Ah, hier sind die Level zu sehen. Ui. Ui, da wird es Zeit, dass wir ein bisschen mehr mit den anderen Waffen auch kämpfen. Kommt, das weiß man mal jetzt dazu. Und was war das? Waffenmeister. Okay. Bisschen was haben wir noch zu finden? Okay, hier unten geht anscheinend die. Aber ich habe, ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keinen Bock hier rumzurennen. Nicht so heftig abbremsen würde, könnte man sich viel schneller fortbewegen auf diese Art und Weise. Oder wenn er irgendeine Sprintfähigkeit. Oh, warte mal, da hat doch gerade die Karte gewechselt. Also. Nö, hilft nicht wirklich weiter. Schlangenloch. Ja, gehen wir mal hier hin. Da ist auch schon das nächste Bruchstück. Tschu. So. Jo. Sei gegrüßt.
Oh, guck mal an. Aua. Stimmt, die kann ich ja schön auseinanderreißen, dann kriege ich meine Leben wieder, die ich gerade verloren habe. XP. Nee, warte mal. Also ich will jetzt mal... Für diese Drecksbiester brauche ich eigentlich die hier. So. Ist viel. So. Gut. Dann... Gab es hier nicht irgendwo noch so eine Stelle? Doch, kann ich den nehmen? Ja, also passiert bei mir auch immer, wenn ich ein Auto anrenne, dann geht es in die Luft. Also ergibt Sinn. Okay, egal, wir gucken uns weiter um. Ah, das war hier um die Ecke. So, wahrscheinlich da unten. Ja, die Maske immer noch auf, oder? Ach, guck mal einer an. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich brauche jetzt aber... Das hier. Okay, warte mal. Die Maske legen wir hier ab. Das legen wir da ab. Und die Pistole legen wir da ab. So, die Zuweisung gefällt mir besser. So. Ach, das sind ja nicht mal explodierende. Okay, dann, ja, geht es damit? Nö, also müssen wir wechseln. Oh Mann. Ach nee, halt, das muss ich ja entzünden, ne? Stimmt, da war ja was. Guck mal einer an. Gibt es doch ständig Sachen, die... Ja. Einen bisher nicht bekannten Weg aufzeigen. Oh, Moment. War da was? Ja, ja. Bruchstück von Armageddon-Klinge wissen wir ja bereits. Okay, ich habe sogar schon so eine... Huch, jetzt ist der dauerhaft sichtbar. Bap. Und... Bap.
So, gibt's hier noch irgendwas? Außer einen ewigen Abgrund. Da ist die Brücke rüber. Wo geht's denn da nochmal hin? Egal. Schauen, gibt's hier irgendwas auf der Karte zu sehen? Nö, hier schon mal nicht. Gott, ist die Karte riesig. Ja. Ich kenne die verschiedenen Ebenen, aber kann mich auch nicht daran erinnern, dass da irgendwas war. Okay. Ich laufe mal den Weg hier ein bisschen. Oha, ja. Die Stelle gab es ja auch noch. Gibt es da nicht für mich mittlerweile eine leichtere Methode, indem ich einfach diesen hier mache? Nee, aber nee, also hier habe ich ja mal absolut keinen Bock drauf. Also bei manchen Stellen bin ich echt froh, dass ich sie nicht mehr betreten muss. Deswegen werde ich da jetzt auch drauf verzichten, an manchen Stellen einfach hinzugehen. Hallo, Wilgrim. Wie kann ich, bescheidener Händler? Die trockene Straße. Und... Hui! Okay, da ist auch schon das nächste direkt auf dem... Sein Anfang wäre ja einfach mal, indem du die Klappe hältst. Ist irgendwas direkt zu sehen für mich? Nein? So, die trockene Straße war das hier. Miep? Miep? Oh! Oh! Hallo, Uriel! Dies ist kein Hinterhalt, Reiter. Ich bin allein. Ich, Uriel von der Höllenwache, Meisterin der Weißen Stadt, rufe dich, Reiter, zum Nex Sacramentum. Närrin. Vor dem Schöpfer beanspruche ich dein Leben. Willst du auch dieses Gesetz entehren? Warum? Weil Abaddon sagte, dass du Ehre verstehst. Und weil er der Beste von uns war. Der Todesschwur kann nicht gebrochen werden, bis einer durch die Hand des anderen fällt. Ich nehme an. Och nein, ich will die heißen. Verteidige dich, Verräter!
Nee, das kannst du, ey, voll knicken. Ja, richtig. Ich hatte keine Chance aus. Boah, hallo, weich doch aus, Mensch! Hallo? Wo ist denn eigentlich mein Lebensstein? Den habe ich doch da oben abgelegt. Dieses Weib kalt! Krieg! Wage es ja nicht wegzugehen! Das Nex-Sakramentum ist mein. Ich entscheide, wann der Engel stirbt. Nicht du. Du hast einen Eid geschworen. Abaddon ist der Zerstörer. Lügner! Um dich zu schützen, hat er die Wahrheit. Ja, sorry, hier ist mir zwischendurch jetzt Darksiders abgeschissen, weil Steam wieder irgendwie den Cache von Team Fortress 2 verifizieren musste oder was weiß ich. Also,
Das regt mich momentan echt immer auf, weil es jedes Mal kommt und ewig dauert und nie fertig wird. Ja, jetzt sind wir wieder mal an dem Punkt, wo wir schon letztes Jahr waren. Ihr habt einen schwarzen Bildschirm und ich laber mich hier um Kopf und Kragen. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, nach dieser kurzen, kleinen Störung geht es dann mal direkt weiter. Ja. An dem Punkt, an dem wir eben schon waren. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder gegen Uriel kämpfen. Ja, wir haben es einmal geschafft und wir werden es jetzt auch noch ein zweites Mal platt machen. Vielleicht diesmal nicht so ungeschickt. Dies ist kein Hinterhalt, Reiter. Ich bin allein. Ich, Uriel von der Höllenwache, Meisterin der Weißen Stadt, rufe dich, Reiter, zum Nex Sacramentum. Närrin. Vor dem Schöpfer beanspruche ich dein Leben. Willst du auch dieses Gesetz entehren? Warum? Weil Abaddon sagte, dass du Ehre verstehst. Und weil er der Beste von uns war. Der Todesschwur kann nicht gebrochen werden, bis einer durch die Hand des anderen fällt. Ich nehme an. Schicksal. Verteidige dich. Leicht wie eine Feder. Be water, my friend. Keine Ahnung.
wartest du noch? Mach dieses Weib kalt! Krieg! Wage es ja nicht wegzugehen! Das Nix-Sakramentum ist mein. Ich entscheide, wann der Engel stirbt. Nicht du. Du hast einen Eid geschworen. Abaddon ist der Zerstörer. Lügner! Um dich zu schützen, hat er die Wahrheit vor dir verborgen. Du hast versprochen, deinem Herrn in die Hölle zu folgen, ohne zu wissen, was dich erwartet. Oder was aus ihm werden könnte. Abaddon! Ihr wurde betrogen und wurde zum Feind der gesamten Schöpfung. Ich war beim Baum. Seine Gabe war die Wahrheit. Und jetzt teile ich sie mit dir. Denk an den Todesschwur. Schon bald muss er erfüllt werden.